Ich gehe heute mal der Bitte nach, zu zeigen, wie ich die Pink Cream von No in meine Routine einbaue. Was ich euch heute zeige, ist eine Abendroutine. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wie ihr ja wisst, geht es hier auch um Skincare. Und ich wurde unter dem Video von der Pink Cream gefragt, ob ich nicht meine Routine mit ihr zeigen könnte. Ihr seht heute eine Abendroutine, weil ich die in der Morgenroutine nicht drin habe. In der Morgenroutine ist es meistens so, dass ich meistens eigentlich immer Sonnenschutz drauf habe und da brauche ich nicht nur zusätzlich eine Creme. Und da macht es bei mir am Abend einfach am allermeisten Sinn. Denn im Moment ist meine Haut in Richtung fettig und da reicht der Sonnenschutz wirklich aus. Aber ihr würdet sagen, wir legen los. Es gibt eine Regel, die du einfach, wenn du verschiedene Produkte hast, die du einfach eingehen kannst von flüssig zu fest. So würde ich das, also diese Eselsbrücke habe ich mir einfach gemerkt. Und wir fangen an mit der Reinigung, das zählt da einfach noch nicht rein, denn jetzt, ob du irgendwie ein Waschgel verwendest oder ein Öl. Öl funktioniert bei mir halt am allerbesten, denn damit kriege ich mein Make-up runter, damit kriege ich auch die tägliche Pflege gebacken und das einzigste Manko an diesem Balea-Öl ist, dass es ein bisschen seltsam riecht. Also du kriegst Menschen nicht überzeugt mit einem Produkt, das komisch riecht, dass sie eben Produkte verwenden sollen, wo keine Duftstoffe drin sind. Das ist immer echt schwierig. Also mir ist es immer dann auch wichtig, an solchen Produkten zu riechen. Die erste Flasche ging für mich voll okay, die zweite ging leider gar nicht. Ich kenne das Öl schon eine Weile länger, aber jetzt die letzte Zeit über ist es halt ohne Flüssigplastik. Das ist mir halt echt auch wichtig. Und von dem her wird so ein Produkt dann für mich natürlich auch wieder interessant. Das trage ich mir einfach auf die trockene Haut auf. Nimm es mir mit Wasser ab. Wenn ich mich abschminke, nehme ich halt ein Tuch dazu und nehme halt dann meine Kosmetik mit dem Tuch runter. So eine Art Double Cleansing. Es ist nur, nicht nur eine Art Double Cleansing, sondern es ist Double Cleansing. Funktioniert für mich einwandfrei. Das Öl gibt es für einen kleinen Preis bei DM. Kommen wir zu flüssig, zu fest Regel. Also diese Eselsbrüche kannst du dir locker merken. Und zwar flüssig. Jetzt kommt ein Gesichtswasser. Ich teste gerade das Q Plus A Niacinamid Gesichtswasser. Ich finde das gar nicht übel. Gibt es bei Rossmann. Jetzt weiß ich den Preis nicht auswendig. Vorgestellt habe ich es noch nicht. Das kommt in nächster Zeit vor, dass ich das vorstelle. Denn es ist wirklich kaufbar. Ne? Also Niacinamid wird einfach ein gängiger Stoff in der Drogerie. Ich habe dazu auch einen Faktencheck gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es dir unter dem E-Mail verlinken, was Niacinamid alles kann und mit welchen Stoffen Niacinamid am besten funktioniert. Und das Gesichtswasser ist eine tolle Sache, denn ich mag das. Ne? Also nach der Reinigung mit was Feuchtem im Gesicht, da geht einfach die nächste Pflege, die man draufpackt, besser ins Gesicht rein. Also falls ihr das noch nicht kennt, das gibt's bei Rossmann. In der Art gibt es das Produkt nicht mehr. Das ist das Hydro Serum von Catrice. Das ist jetzt ein bisschen anders, ohne Duftstoffe. Ich mochte das echt gerne. Ich bin mal gespannt, wie das andere, das überarbeitete ist. Das habe ich daher nicht vorgestellt, bin ich dazu gekommen, kann man an der Stelle sagen, weil dann einfach die Formulierung halt geändert wurde. Werde ich aber noch tun. Also ich werde danach dann diese überarbeitete Version mal holen. Ich mag Hyaluron echt gerne, ihm wurde in der Zeit lang echt extrem viel zugesagt, aber da hängt es halt eben auch zusammen, welches Hyaluron du verwendest. Und auch zum Hyaluron habe ich einen Faktencheck gemacht, das werde ich dir auch mal unters i legen. Und Hyaluron wirkt sehr gut zusammen mit Niacinamid und das bin ich eigentlich im Endeffekt nur am Leermachen. Mag es aber trotzdem echt gerne, das klebt ein bisschen, aber spielt ja keine Rolle, ich kann zu dem Neuen nicht sagen, ob das auch klebt, muss man mögen, das ist halt ein bisschen fester und ich mag so festere Serien ein bisschen lieber. Vom nächsten Produkt habe ich mir selber jetzt nicht so unwahrscheinlich viel erwartet, aber ich war trotzdem mal gespannt.
Das kostet tatsächlich auch 10 Euro, aber man bekommt auch ein bisschen mehr Produkt. Hier ist auch kein Retinol drin. Das ist immer schwierig. Ich weiß nicht, warum die Kosmetikindustrie das macht. Da ist, wenn ich es jetzt auswendig weiß, ich habe es nämlich noch nicht vorgestellt, Retinylacetat drin. Da ist nicht Palmitat drin, sondern Acetat. Und auch zum Retinol habe ich mal einen Faktencheck gemacht. Ich würde an der Stelle sagen, ich verlinke dir einfach mal den Ordner, wo ich die Inhaltsstoffe auch mal so ein bisschen unter die Lupe genommen habe. Und ich würde dir das einfach unter das E legen. Und da guckst du dir einfach mal das Video dazu an. Da habe ich ganz kurz zusammengefasst, auf was man achten muss beim Retinol. Das ist trotzdem kein schlechtes Serum. Also es ist ein bisschen öliger. Ich kann nicht so viel davon verwenden. Und ich mag es auf der Haut echt gerne. Das reizt überhaupt nicht, ne? Also beim Retinol selber, wenn du reines Retinol oder Retinal hast, musst du schon ein bisschen aufpassen. Das kann die Haut reizen. Das hier. Aber ich kann es halt auch nicht in der Menge verwenden, wo man es eventuell verwenden müsste, weil es eben in Öl gelöst ist. Aber ich finde so die Konsistenz davon gar nicht mal so übel und würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen, auf keinen Fall. Aber so als vorletzter Schritt ist es gar nicht mal so übel. So, letzter Schritt, jetzt kommt die Pink Cream, ne? Also von flüssig zu fest sozusagen. Und die Creme sollte immer dieses Art Pflaster sein. Und ich mag das an ihr echt gerne, weil durch dieses Ceramid-MP drin, hat man so ein richtig versiegeltes Gefühl auf dem Gesicht. Diese Creme ist eher auf Feuchtigkeit basierend, also sie legt sich nicht so aufs Gesicht drauf. Und für jemand, der das morgens verwenden kann, verwende diese Creme vor dem Sonnenschutz, ne? Also da einfach mal probieren, ob das für dich funktioniert. Der Sonnenschutz muss natürlich als letztes aufgetragen werden. Und ich lieb's. Na, also ich habe es mir jetzt gerade auch auf die Handrücken aufgetragen. Das ist übrigens auch ein super Tipp, gerade bei uns Frauen. Die Handrücken werden ja auch älter mit der Zeit. Und ich liebe die Creme. Die ist echt super. Und ich mag auch so diese Aufmachung von dieser Alutube. Ihr wisst ja, ich bin ein Fangirl, was No-Produkte betrifft. Und ja, so eine Creme sollte halt, wie gesagt, immer das Letzte in der Routine sein. Und so funktioniert sie ja auch am allerbesten. Und da habt ihr auch so richtig das Gefühl, alles, was ihr jetzt aufgetragen habt, ist so ein bisschen im Gesicht dran. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal die Review von der Creme unter das i legen. Und den Ordner über die Inhaltsstoffe werde ich euch auch auf jeden Fall mal unter das i legen. Das sind kurze und knackige Videos, falls du keinen Bock hast, die Artikel dazu durchzulesen. Einfach mal kurz reingucken. Und das ist meine Routine. Falls du zu den einzelnen Produkten, die ich hier auf dem Kanal einfach Fragen hast, wie man das in der Routine zusammenfassen kann, dann kannst du mir das immer und jederzeit unten in die Kommentare schreiben. Ups, was ist heute mit mir los? Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.